Der erste Timotheusbrief. 1. Timotheus, Kapitel 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus, unserer Hoffnung, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. So wie ich, als ich nach Makedonien zog, dich aufrief, in Ephesus zu bleiben, damit du einige anweisen möchtest, nicht anderes zu lehren, noch auf Fabeleien und unendliche Geschlechtsregister zu achten und sich ihnen zu widmen, was mehr zu Infragestellungen und strittigen Untersuchungen beiträgt, als zur Verwalterschaft Gottes, die im Glauben wahrgenommen wird. Aber das Ziel der Anweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, von welchen Dingen etliche, da sie das Ziel verfehlten, weggewendet wurden zu irrigem und nichtigem Worte machen, wollen Gesetzeslehrer sein und begreifen weder, was sie sagen, noch das, worüber sie so feste Behauptungen machen. Aber wir wissen, dass das Gesetz edel ist, wenn einer es gebraucht, wie es dem Gesetz entspricht, und weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht eingeführt ist. Für Gesetzwidrige aber und solche, die sich nicht unterordnen, Ehrfurchtslose und Sünder, Unheilige und Verkehrte und Profane, Vaterschläger und Mutterschläger, Mörder, Unzüchtige, Homosexuelle, solche, die Menschen in Knechtschaft führen, Lügner, Meineidige und wenn sonst etwas der gesunden Lehre zuwider ist, nach der guten Botschaft der Herrlichkeit des seligen Gottes, mit der ich betraut wurde. Und ich bin dem dankbar, der mich innerlich kräftigte, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtete und in den Dienst stellte, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und überheblicher Gewalttäter war. Mir wurde jedoch Barmherzigkeit zuteil, weil ich es unwissend tat im Unglauben. Über die Maßen groß wurde aber die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Treu ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt kam, Sünder zu retten, unter denen ich Erster bin. Mir widerfuhr jedoch deswegen Barmherzigkeit, damit Jesus Christus an mir als Erstem alle Geduld erzeige, zu einem Muster für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Aber dem König der Ewigkeit, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott gebühren Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Diese Anweisung vertraue ich dir an, Kind Timotheus, gemäß den vorangehenden Weissagungen über dich, damit du in ihnen den edlen Kampf kämpfen möchtest, Glauben haben und ein gutes Gewissen, dass etliche von sich stießen und am Glauben Schiffbruch erlitten, unter denen Hymenäus ist, auch Alexander, die ich dem Satan übergab, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Kapitel 2. Vor allem lege ich dir nahe, lass Flehen, Gebete, Fürbitten, Dank für alle Menschen dargebracht werden, für Könige und alle, die in höherer Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller rechten Ehrfurcht und Ehrbarkeit. Denn dieses ist edel und angenehm vor Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, ein Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als stellvertretendes Lösegeld für alle gab, das Zeugnis zu seinen eigenen bestimmten Zeiten, zu dem ich gesetzt wurde als Verkünder und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, als Lehrer derer, die von den Völkern sind, in Glauben und Wahrheit. Es ist also mein Wille, dass die Männer an jedem Ort beten, dabei heilige und reine Hände aufheben ohne Zorn und Bedenken. Ebenso auch, dass die Frauen sich selbst in schicklichem Kleide und Betragen schmücken, verbunden mit Zurückhaltung
und einem gesunden Sinn und Züchtigkeit, nicht in Flechtwerk oder Gold oder Perlen oder kostspieliger Kleidung, sondern, was Frauen ziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in Stille, in aller Unterordnung. Einer Frau erlaube ich nicht zu lehren, noch über den Mann zu bestimmen, sondern sie hat in der Stille zu sein. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, aber die Frau, nachdem sie betrogen worden war, ist in Übertretung geraten. Sie wird aber bewahrt und gerettet werden im Gebären, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligung, verbunden mit einem gesunden Sinn und Züchtigkeit. Kapitel 3. Treu ist das Wort. Wenn jemand sich nach einer Aufseherschaft ausstreckt, begehrt er eine vortreffliche Tätigkeit. Der Aufseher hat also untadelig zu sein, Mann einer Frau, nüchtern, gesunden Sinnes und züchtig, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Nicht einer, der sich lange beim Wein aufhält, nicht ein Schläger, nicht auf schändlichen Vorteil aus, sondern milde, nicht streitsüchtig, frei von Geldliebe. Einer, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder mit aller Würde in Unterordnung hält. Wenn jemand im eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für eine Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen werde und in das Urteil des Teufels falle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die außerhalb sind, damit er nicht in Schmach und Beschimpfung falle und in die Schlinge des Teufels. Ebenso die Diener. Sie sollen ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht auf schändlichen Vorteil aus. Sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen halten. Und diese sollen zuerst erprobt werden. Danach sollen sie dienen, wenn sie nicht Anzuklagende sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, sollen nüchtern sein, treu in allem. Diener sollen Männer einer Frau sein, Kinder und im eigenen Hause wohl vorstehen. Denn die, die wohl dienten, erwerben sich selbst eine edle Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Solches schreibe ich dir in der Hoffnung, schneller zu dir zu kommen. Falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich zu verhalten hat im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebenden Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist, das ist übereinstimmendes Bekenntnis, das Geheimnis der rechten Ehrfurcht. Gott wurde geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von Boten, verkündet in den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Kapitel 4. Aber der Geist sagt ausdrücklich, dass in künftigen Zeiten etliche vom Glauben Abstand nehmen werden, dabei auf irreführende Geister und Lehren von Dämonen achten, in der Heuchelei von Lügenrednern, die im eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die wehren zu heiraten, fordern sich von Speisen zu enthalten, die Gott für die, die glauben und die Wahrheit erkannt haben, schuf zum Einnehmen mit Dank, weil alles von Gott Geschaffene trefflich und nichts verwerflich ist, wenn es mit Dank empfangen wird, denn es wird durch Gottes Wort und das Bitten geheiligt. Wenn du dieses den Brüdern als Grundlage vorlegst, wirst du ein edler Diener Jesu Christi sein, genährt und auferzogen durch die Worte des Glaubens und der edlen Lehre, der du gefolgt bist. Aber die profanen und altweiberhaften Fabeleien weise ab. Übe dich selbst mit Ernst hin zur rechten Ehrfurcht, denn die leibliche, ernstliche Übung ist zu wenigem nützlich, aber die rechte Ehrfurcht ist zu allem nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des bevorstehenden. Treu ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht,
weil wir die Hoffnung auf einen lebenden Gott gesetzt haben, der der Retter aller Menschen ist, allermeist der Gläubigen. Solches weise an und lehre. Niemand verachte deine Jugend, sondern werde ein Vorbild der Gläubigen im Wort, in der Lebensführung, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Reinheit. Bis ich komme, widme dich dem Lesen, dem Aufrufen, dem Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben wurde durch Weissagung mit Händeauflegen der Ältestenschaft. Diesen Anliegen widme deine Aufmerksamkeit, sei in ihnen, damit dein Fortschritt in allem offenkundig sei. Habe stets Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beharrlich bei ihnen. Denn indem du dieses tust, wirst du sowohl dich selbst bewahren und retten, als auch die, die dich hören. Kapitel 5. Einen Älteren fahre nicht in harter Weise an, sondern rede ihm zu wie einem Vater. Jüngeren rede zu wie Brüdern, älteren Frauen wie Müttern, Jüngeren wie Schwestern in aller Reinheit. Ehre die Witwen, die wirkliche Witwen sind. Hat eine Witwe aber Kinder oder Enkel, sollen sie zuerst lernen, dem eigenen Hause rechte Ehrfurcht zu erweisen und den Eltern Empfangnis zu vergelten. Denn das ist edel und angenehm vor Gott. Die wirkliche und vereinsamte Witwe hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und verharrt in Flehen und in Gebeten bei Nacht und bei Tag. Aber die dem Genuss ergebene lebt und ist gestorben. Und dieses weise an, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand für die Seinen und allermeist die Hausangehörigen nicht sorgt, hat er den Glauben verleugnet und er ist schlimmer als ein Ungläubiger. Als Witwe werde in die Liste aufgenommen eine, die nicht weniger als 60 Jahre alt geworden ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis edler Werke hat, wenn sie Kinder aufzog, wenn sie gegen Fremde gastfrei war, wenn sie die Füße der Heiligen wusch, wenn sie Bedrängten aus der Not half, wenn sie jedem guten Werk nachkam. Jüngere Witwen weise ab, denn wenn sie dem Christus zuwider übermütig und üppig werden, dann wollen sie heiraten und haben das Urteil, dass sie die erste Treue brachen. Zugleich aber auch lernen sie, Müssige zu sein, gehen als solche umher zu den Häusern, aber nicht nur Müssige, sondern auch Geschwätzige und auf fragwürdige Weise Beschäftigte, reden Dinge, die sich nicht gehören. Es ist also mein Wille, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt leiten, dem Gegner keinen Anlass zu schimpflicher Nachrede geben, denn schon sind etliche abgewichen dem Satan nach. Wenn jemand, ein Gläubiger oder eine Gläubige, Witwen hat, soll er ihnen aus der Not helfen und man lasse sie nicht der Gemeinde zur Last fallen, damit sie denen aus der Not helfe, die wirkliche Witwen sind. Die Ältesten, die in trefflicher Weise vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, am meisten die, die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, einem dreschenden Rind sollst du nicht das Maul verschließen, und der Arbeiter ist seines Lohnes würdig. Gegen einen Ältesten nimm keine Anklage an, außer auf Aussage von zwei oder drei Zeugen. Die Sündigen weise zurecht vor allen, damit auch die anderen Furcht haben. Ich bezeuge mit Ernst vor dem Gott und Herrn Jesus Christus und den erwählten himmlischen Boten, dass du diese Anweisungen ohne Vorurteil bewahrst und einhältst und nichts aus Zuneigung tust. Lege niemandem schnell Hände auf, noch mache dich fremder Sünden teilhaftig. Halte dich selbst rein und keusch. Trinke nicht länger Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein wegen deines Magens und deiner häufigen Schwächezustände. Die Sünden etlicher Menschen sind zuvor offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran. Etlichen folgen sie aber auch nach. Ebenso sind auch die edlen Werke offensichtlich
und die, mit denen es sich anders verhält, können nicht verborgen werden. Kapitel 6. So viele als leibeigene Knechte unter dem Joch sind, sollen die eigenen über sie verfügenden Herren aller Ehre werthalten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre gelästert wird. Die, die Gläubige über sie verfügende Herren haben, sollen sie nicht, weil sie Brüder sind, verachten, sondern desto lieber leibeigenen Dienst tun, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die die Wohltat wieder empfangen. Diese Dinge lehre und dazu rufe auf. Wenn jemand anderes lehrt und nicht einverstanden ist mit den gesunden Worten, denen unseres Herrn Jesu Christi und der Lehre, die der rechten Ehrfurcht entspricht und zu ihr führt, ist er aufgeblasen, kennt er sich in nichts aus, sondern erkrankt an strittigen Untersuchungen und Wortstreitigkeiten, woraus Neid, Streit, Lästerungen, böser Argwohn entstehen und nutzlose Beschäftigungen von Menschen, deren Denksinn verderbt ist und die der Wahrheit beraubt sind, die der Meinung sind, die rechte Ehrfurcht sei eine Quelle des Gewinns. Von solchen halte dich fern. Aber es ist die rechte Ehrfurcht mit Genügsamkeit eine große Quelle des Gewinns. Denn wir brachten nichts in die Welt hinein. Offenkundig ist, dass wir auch nicht etwas hinausnehmen können. Haben wir die Mittel, uns zu nähren und zu bedecken, werden wir an denen genug haben. Aber die, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und eine Schlinge und viele sinnlose und schädliche Lüste, welche die Menschen in Ruin und Untergang versenken. Denn eine Wurzel aller Übel ist die Geldliebe. Etliche, die sich nach ihr ausstreckten, wurden haltlos irregeleitet, vom Glauben weg und fügten sich selbst viele Schmerzensstiche zu. Aber du, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage Gerechtigkeit nach, rechter Ehrfurcht, Glauben, Liebe, Ausdauer, Sanftmut. Kämpfe den edlen Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch gerufen wurdest und für das du das edle Bekenntnis vor vielen Zeugen bekanntest. Vor Gott, der stets allem das Leben verleiht, und Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das edle Bekenntnis bezeugte, weise ich dich an, das Gebot fleckenlos und untadelig zu halten, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesu Christi, die zu seinen eigenen bestimmten Zeiten zeigen wird, der selige und alleinige Kraftinhaber, der König der königlich Regierenden und Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat und in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem Ehre und ewige Macht gebühren. Amen. Die Reichen der jetzigen Weltzeit weise an, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums zu hoffen, sondern im lebenden Gott, der uns stets alles reichlich zum Genuss darreicht, Gutes zu wirken, reich zu sein an edlen Werken, freigebig zu sein, anteilnehmend und gebend, wobei sie für sich selbst ein edles Grundvermögen für das Künftige anlegen, damit sie das ewige Leben ergreifen. O Timotheus, verwahre und wache über das Anvertraute. Meide dabei stets das profane, leere Gerede und die Gegenaufstellungen der fälschlicherweise sogenannten Kenntnis. Einige bekannten sich zu ihr und vertraten sie, verfehlten dabei hinsichtlich des Glaubens das Ziel. Die Gnade sei mit dir. Amen.